Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Am Wochenende war es soweit. Am Samstag gab es den offiziellen Startschuss für den Mayener Weihnachtszauber. Der Fund einer Fliegerbombe hatte dazu geführt, die Eröffnungsfeierlichkeiten um einen Tag zu verschieben. In Anbetracht der steigenden Corona-Zahlen ist man in der Stadt Mayen sehr froh, überhaupt einen Weihnachtsmarkt veranstalten zu können. Die Entscheidung, den Weihnachtsmarkt unter Corona-Bedingungen und einem strengen Sicherheitskonzept durchzuführen, war richtig. Und ich hoffe, dass wir das in den nächsten Wochen eben auch weiter beibehalten können. Der Vorsitzende der MY-Gemeinschaft, Jürgen Nett, freute sich ebenfalls, mit dem Weihnachtsmarkt den Menschen in Mayen und der Region eine kleine Pause vom Alltag zu bieten. Alles natürlich unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln. Er kann stattfinden deswegen, weil wir wirklich viele Leute in der Stadt haben, die den Weihnachtszauber sehen wollten. Da war die Stadt, das Ordnungsamt, das Marktamt, die MY-Gemeinschaft, die Brückenstraßengemeinschaft, alle wollten, wenn es möglich ist, diesen Weihnachtszauber hier unbedingt haben. Das haben wir in einem Hygiene- und Sicherheitskonzept erarbeitet und deswegen findet er überhaupt statt. Wir haben dieses Jahr nicht ganz so viele Häuschen, wir haben nur 20 Häuschen und jeweils ein Häuschen in der Markt- und in der Brückenstraße stehen. Und die sind mit ausreichend Abstand und besetzt mit Einheimischen oder Leuten, die aus der Umgebung kommen, direkt ihre Produkte verkaufen. Ob es jetzt der Glühwein ist, ob es die Schal oder die Mütze sind, die Waffeln, alles das sind alles einheimische Produkte aus der näheren Umgebung. Und wir wollen halt eben nur in unserer kleinen Stadt einen kleinen Weihnachtszauber und eine kleine weihnachtliche Atmosphäre haben. Er hat jedes Wochenende, an den Adventswochenenden, jeden Freitag, Samstag und Sonntag geöffnet. Wie in jedem Jahr gibt es wieder ein großes Gewinnspiel, bei dem ein Auto als Hauptpreis winkt. Weitere besondere Veranstaltungen auf dem Marktplatz und der Innenstadt, wie dem Christmas-Shopping, locken nach Mayen. Also wir haben ein Bühnenprogramm, an jedem Abend 2 Stunden Live-Musik. Und da tritt immer nur ein Künstler auf. Wir wollten auch da möglichst keinen Tausch haben auf der Bühne, keinen Wechsel haben. Und da gibt es auch nur weihnachtliche Musik. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn's um Geld geht, Sparkasse.